Wir müssen hoch zur Similaunhütte. Was ein Paradies hier, ey. Ist das geil! Mann! Also dann, es geht los. Guten Morgen, Freunde. Jetzt bricht die letzte Etappe an. Wir latschen jetzt erstmal da hoch in Richtung Gletscher. Und von dort aus gibt es einen schönen Abstieg Richtung Tal. Und von dort geht es dann mit dem Bus nach Meran. Der morgendliche Aufstieg macht einen immer gleich richtig kaputt, sodass man sich dann die restliche Tour schön quält. Auf Wiedersehen, Martin Buschhütte. Haben wir uns sehr wohl gefühlt, kommen gerne wieder. Und hinter mir geht die Sonne langsam über den Bergen auf. Guten Morgen, Sonne! Wir müssen hoch zur Similaunhütte, die liegt auf 3019 Metern. Wenn man hier den Pfad entlang gehen würde, dann würdet ihr zur Originalfundstelle vom guten Ötzi kommen. Ja, ab auf 3019 Metern und von dort aus geht's dann ins Tal. Also dann, let's go! Diese frische, feuchte Luft ist einfach nur geil. Da taut man so richtig auf. Ist das geil! Mann! Diese Dimensionen sind echt nicht zu begreifen, wenn man sie nicht selber sieht. Ist auch nochmal gut steil hier. Kommt mir irgendwie vor, als wären wir auf dem Mars. Irgendwie sieht das hier alles so aus wie die Aufnahmen von der NASA. Aber es hat seinen ganz eigenen Charme. Eine völlig unwirkliche Welt hier oben. Und in diese unwirkliche Welt hier hat sich immer noch schön ein Häuschen reingezimmert. Da oben seht ihr das? Und da drüben, da ist der Gletscher. Und wir müssen hier über den Kamm rüber und dann wieder runter ins Tal. So, jetzt noch den Weg hoch. Wir haben es geschafft. Willkommen in Italien. Voll geil. Da ist Österreich. Und da ist Italien. Nach einer kurzen Stärkung auf der Hütte oben, starten wir jetzt den Abstieg. Meines Erachtens etwa 8,5 Kilometer und ca. 1200 Höhenmeter. Wir haben uns noch ein bisschen winterlicher eingepackt, denn wie ihr seht, zieht aus dem Tal schön die ganzen Wolken hoch. Man sieht nicht mehr allzu viel und das verdeckt natürlich wunderbar die Sonne, weshalb es hier oben echt scheiße kalt gerade ist. Jedenfalls starten wir jetzt den Abstieg. Schauen wir mal, wann wir aus den Wolken wieder raus sind. Also dann, es geht los. Wenn wir weiterhin so viel Glück haben wie die letzten Tagen auch, dann wird unten direkt der Bus nach Meran auf uns warten. Wir haben keinen blassen Schimmer, wann das Ding abfährt. Mal gucken, ob uns das Glück weiterhin treu bleibt. Erstmal runterkommen hier. Leute, es klart langsam auf. Seht ihr da drüben? Ist das geil. Da geht's runter. Und da unten der See, den ihr da schon seht, so schön blau, türkis, schimmernd, das ist unser Ziel.
Was ein pervers geiler Abstieg, Alter. Mega geil. Mann, das sind aber auch noch mal Stufen. Das ist gemein. Da freut sich die Hüfte. Seht ihr, wie hier die Wolken schön den Hang hochziehen? Es ist nicht mehr weit. In 4 Kilometern sind wir am Ziel. Am Ziel für diese krasse Tour. Seht ihr, Leute? Da ist ein Murmeltier. Was ein Paradies hier, ey. Was ein schöner Wald. Auch hier die Bäume. Die sie nochmal zusätzlich bewachsen sind. Geil. Und natürlich, wie soll es auch anders sein, fließt hier schön nochmal ein Bach mitten durch diesen Zauberwald. Die letzten 1,5 Kilometer sind angebrochen. So langsam neigt sich die ganze Geschichte dem Ende. Mein Körper auf jeden Fall, der ist komplett am Ende. Der tut eigentlich von unten bis nach oben komplett weh. Aber egal. Hiermit ist das Abenteuer auch schon leider wieder vorbei. Und ja, für den einen oder anderen war es sicherlich nur eine sportliche Herausforderung. Aber für mich war es deutlich mehr. Ich habe x-mal meinen inneren Schweinehund besiegen müssen und es geschafft und meine Grenzen ausgetestet, teilweise sogar auch ordentlich überschritten. Mein ganzer Körper ist ein einziges Wrack nach dieser ganzen Nummer. Aber es hat sich dermaßen gelohnt und ich würde jedem es ans Herz legen, auch mal sowas zu machen. Was man dabei für Erfahrungen sammelt, ist einfach unbeschreiblich. Macht's einfach mal und ja. Mehr kann man dazu nicht sagen. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn euch die Tour genauso gefallen hat wie mir, dann lasst einen Daumen da. Und über ein Abo würde ich mich natürlich wieder mega freuen, wie jedes Mal. Und ja, ich würde sagen, ich entlasse euch jetzt einfach mal und schaut euch dieses wunderschöne Panorama nochmal an.